Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight, wieder als Survivor unterwegs. Und wir geben heute Urban Invasion nochmal eine Chance und testen das noch näher aus und springen dazu gleich mal ins Game. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Rotten Fields in der Coldwind Farm. Ein bisschen Abwechslung bei den Maps könnten wir langsam mal bekommen. Das ist schon ein bisschen malig, dass wir immer wieder die gleichen spielen, aber wir schauen mal. So, was ich als erstes checke, ist, ob hier der Keller ist. Und der ist hier. Wunderbar. Ach komm, ich mache auch gleich mal die Kiste unten auf. Wir haben zwar einen Instant Heal diesmal dabei, aber den würde ich für eine lilane Taschenlampe auf jeden Fall wegschmeißen. Sogar für eine grüne. Solange wir noch ein bisschen Zeit haben, um die Kisten zu wühlen, das machen. Ja, dafür gebe ich sicher mein Instant Heal nicht ab. So. Moin. Was ist denn hier los, ey? Alle im Keller? Einer wird verfolgt, okay. Michaels. Okay. Der Meyers Michael. Schaut mal wieder vorbei. Dass der Michel sich immer so anschleichen muss. Wir schauen mal. Gut, der wird aufgehangen. Ich würde sagen, wir ziehen auf jeden Fall den Generator durch. Der andere macht es auch noch. Das ist eigentlich perfekt. So sollte es laufen. Keiner rennt jetzt überschnell zu dem Kerl dahin. Eigentlich wunderbar. So. Der ist jetzt fertig. Und jetzt ist die Frage, sie läuft zu ihm. Dann suche ich mir den nächsten Generator tatsächlich. Weil einer sollte reichen, um ihn zu holen, und dann kriegen wir den Generator weiter voll. So, hier ist noch meine Kiste. Machen wir nochmal schnell auf. Generell immer, wenn ihr Kisten seht... warte mal, sie ist doch nicht hingelaufen. Fuck, fuck, fuck. Okay. Taschenlampe, gelb, nee. Ist der Instant Heal, denke ich, besser. Vor allem können wir nochmal zurückkommen und die Taschenlampe holen. Jetzt muss ich mich beeilen, jetzt muss ich auch nicht auf die Tube drücken, damit wir die noch bekommen, bevor er struggelt. Sonst... Hier ist noch eine Kiste, was ist denn da los? Sonst ist die ganze Aktion jetzt ein bisschen daneben gegangen. So. Ich hoffe mal, es ist kein Insidious Myers oder so ein Scheiß. Nein, ist nicht. Gut. Wir gehen sie mal. Und er hat sich auf Stufe 2 hochgesockt. Also, oh. Also auch kein Stufe 1 Myers. Entschuldige. Das wollte ich so nicht. So, das heißt, wir geilen hier den nächsten Generator durch. Mich würde es interessieren, was mit dem anderen Generator passiert ist, den der andere da durchziehen wollte. Der hat jetzt irgendwie... Durchziehen sieht anders aus. Oh, wegen einem gefällten Skillcheck traue ich mich jetzt nicht mehr, auf die Creator zu gehen. Das ist immer schlimm. Dann zweifelt man immer an sich selber. Das ist... Ich weiß auch nicht. So. Genau, die Kiste da hinten machen wir dann nach dem Generator noch auf. Genau, da war ich, glaube ich, stehen geblieben. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Wenn ihr eine Kiste seht, macht sie direkt auf. Die Zeit, die ihr da habt, um sie aufzumachen, die kann der andere schon mal sparen, indem er sich einfach ein Item schnappt. Auch wenn ihr Items in der Hand habt, macht einfach die Kiste auf. Außer natürlich, irgendeiner. Jetzt stelle ich mich aber echt an wie der letzte Idiot. Irgendeiner in der Party hat Planetless Instinct dabei, dass er halt eine erhöhte Chance auf seltene Items hat. Oder auch das, naja. Oder auch den Perk vom Ace. Auch das wäre... Ich sehe seine Kappe nicht, da ist er. Auch der Perk vom Ace quasi, dass man eine erhöhte Chance hat, hier seltene Add-ons auf seinen Kisten-Loot zu kriegen, ist auch nicht verkehrt. Oh, da ist er. Alter. Krass, der hat auf jeden Fall Monitor und Abuse drin mit so einem kleinen Terrorradius. Da müssen wir aufpassen. Andererseits, wir haben ultra die Chance durchgerusht. Wir haben nur noch einen. Und er hat es noch nicht geschafft. Doch einen hat er aufgehangen, mehr hat er nicht hingekriegt. Das ist schon übel. Der arme Kerl. Schauen wir mal. Oh. Na, wenn er mich nicht gesehen hat, weiß ich auch nicht. Jo, er hat mich gesehen. So, und wir gucken jetzt hier mal, was Urban Evasion so kann. Gar nicht mal so verkehrt.
Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob es an Urban Evasion lag, dass er uns nicht gesehen hat. Vielleicht hat er auch einfach nicht durch die Schlitze hier im Brett geguckt. Ist natürlich auch möglich. Aber gut, mal schauen. So, ja, im Endeffekt Generator durchziehen. Hat jetzt schon jemand anderes gemacht. Wir wissen, dass er in der Richtung ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal ihm entgegen und hoffen, er läuft zum fertigen Generator. Machen den Ausgang auf. So, mein Plan, wie immer gesagt, meistens... Wir haben kein Terrorradius, was schon mal gut ist. Und da macht schon jemand den Ausgang auf. Das ist auch gut. Meistens quasi gehe ich zu dem... Scheiße. Zu dem Ausgang, der auf der entgegenliegenden Seite liegt. Von dem Generator, der gerade gemacht wurde. Wir healen jetzt mal. Und das Problem ist, wir müssen jetzt so lange strugglen lassen, bis Evil Within 3 ausläuft. Wenn er jetzt hier dann die Eingänge, also die Ausgänge abläuft, können wir ihm nicht mehr groß helfen. Wow. King Kong, einfach nur wow. So, aber wie gesagt, wenn er jetzt hier die Eingänge abläuft, die Ausgänge meine ich nicht, die Eingänge, was rede ich? Die Ausgänge abläuft und wir dann raus müssen, dann können wir nicht warten, bis Evil Within 3 aufhört. Und dann gibt es hier auch nichts mehr zu retten, das ist ein bisschen madig. Aber so ist es nun mal so, Evil Within 3 ist vorbei. Jetzt können wir loslegen. Und können nur hoffen, dass wir es alle hier heil rausschaffen. Oh, der Ausgang ist auf jeden Fall schon mal viel näher. Ist natürlich nice. So wie es aussieht, campt der Myers. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo er ist. Okay, er ist unten. Und er campt, dass er einen vom Haken pflücken kann, wenn wir ihn holen. Das heißt, wir können ihm nicht helfen und wir müssen abhauen. Ich bin jetzt in die falsche Richtung gerannt. Ich glaube, in die komplett falsche Richtung. Holy shit. Wo war denn der Ausgang? Der war hier, ne? Jetzt hat er Evil Within 3, was ultra kacke ist. Oh, er hat mit Borrow Time den anderen noch runterpflücken können. Naja, aber es bringt nichts, wenn er hier campt. Aber ich habe hier die Luke gesehen, die nehmen wir mit. Es bringt halt einfach nichts, wenn er campt. Da haben wir nun mal verkackt. Oh, Leute. Ich habe noch ein Instant Heal, das können wir dem anderen geben. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell der andere stirbt. Der ist direkt tot. Ich hoffe, der andere rennt raus. Komm bitte, renn einfach raus, ich hab die Luke. Oh, okay, er hielt sich. Das ist jetzt ziemlich risky, was ich hier gerade tue. Einfach weil der andere Evil Within 3 hat. Okay. Jetzt ist die Chance besser. Er hielt sich noch selber. Er ist voll geheilt, geht raus. Wunderbar. Und wir nehmen uns die Luke. Hallo? Wunderbar! Die 2000 Punkte extra nehmen wir mit. Zwar schade für den einen, aber gut, er wurde tot gekämmt. Ja, genau. Hat er leider vollkommen recht. Aber der wollte halt wenigstens einen Kill haben. Kann ich teilweise auch wieder verstehen. So. Ich hoffe, ich... Was rede ich? Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wir haben erst eine. Und die war ja auch noch extrem schnell. Ja, bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf dem Thompson House auf der Coldwind Farm. Schon wieder Coldwind Farm. Ja, ich mag ja die Maps alle nicht so, aber Gott, hier hat man wenigstens so ein paar Slots, wo man relativ safe ist. Ich habe wieder Urban Evasion gesehen. Die hat uns mit Urban Evasion vielleicht gar nicht gesehen. Hm. Ach ja. Ich habe keine Selfie eingepackt. Was ziemlich kacke ist. Also Instant Heal meine ich. Selfie haben wir logischerweise dabei, aber kein Instant Heal. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir liegen jetzt bald. Der Huntress ist einfach ziemlich madig. So.
Wenn wir jetzt die Palette runterziehen, wird das seine Axt aufziehen und ja. So. Jetzt haben wir dann ein klitzekleines Problem. Dead Hard löst uns das Ganze nochmal ein bisschen, aber... nicht allzu lange, das ist das Hauptproblem. Obwohl, sie hat keine Hatches mehr. Doch, hat sie. Jetzt hat sie keine mehr. Und jetzt haben wir erstmal Glück und sie steht... AFK da und lieft, was er angepisst ist. Ja, okay. Haben wir sie zu euch geärgert? ach, die Arme. Das hat sogar gereicht, dass wir keinen Downrank bekommen haben. Gerade, oder haben wir einen Downrank? Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt aus dem Game rausgehen, sehen wir es. Nein, hat nicht gereicht. Schade. War ein Downrank, finde ich mega affig, dass wenn der Killer lief, die Survivor einen Downrank bekommen, weil sie natürlich nicht genug Punkte sammeln konnten, wie auch. Ist ein bisschen blöd. Ist jetzt auch ziemlich madig gelaufen. Ich würde sagen, wir machen eine Ausnahme und hängen ein drittes Match ran, weil das war ja gerade kein Match. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Mother's Dwelling Red Forest wieder mal. Wir haben schon ewig keinen Sumpf mehr bekommen und auch kein Irrenhaus, oder? Irre ich mich da jetzt? Ich glaube schon, oder? Ich habe Urban Invasion, ich habe schon wieder vergessen. Servus! Wo geht's hin? Du hast doch die Map. Lies mal. Wo müssen wir hin? Da hinten ist einer. Wunderbar. Hier haben wir direkt zwei Paletten. Das ist auch super. Dann geht es aber in die Richtung und da haben wir wenig. Da müssen wir durchs Haus dann schuppen. Müssen wir mal gucken, wie das dann so für uns läuft. Natürlich setze dich dahin. Klar. Oh. Ein One-Hit. Wir haben keine Kettensäge gehört. Das kann jetzt entweder ein Leatherface sein mit... einem Silencer quasi, dass man die Kettensäge nicht hört. Ein Hillbilly, der sein Kettensägengeräusch minimiert hat. Oder eine Huntress mit dem Instant Down, mit der Instant Down Addon. Die drei Killer können sein im Endeffekt. Ansonsten hat keiner ohne einen Soundeffekt die Möglichkeit, jemanden instant zu killen, soweit ich jetzt weiß. Und der da am Boden liegt, wird abgekämpft. Das hatten wir schon mal hier auf der Map. Und wir haben daraus gelernt. Ich hoffe... unsere Mates versuchen da nicht zu rushen. Der bleibt jetzt erstmal liegen. Okay, jetzt wird er aufgehoben. Wunderbar. So, sie weiß sowieso, wo wir sind. Das heißt, wir können auch kurz rennen. Sie braucht eine gute ganze Zeit, bis sie dann bei uns hier aufschlägt. Deswegen können wir hier auch mal kurz die Stretchmarks machen. Die dürfte sie nicht sehen. Und ach ja, die letzte Runde mit der Huntress war natürlich krass, aber es sind jetzt ein, zwei Tage vergangen. Also für euch war es natürlich nur ein Schnitt. Für mich ist es jetzt hier eine neue Runde, ein neues Game an diesem Tag heute. Mal schauen, wie es läuft. Aber ja. Ach, das Huntress-Game. Das war super, hat mir gefallen, die Arme. So. Guck mal, wo ist eigentlich der andere hin? Ach, Bond vermisse ich schon echt oft, muss ich schon sagen. Ah nein, stimmt gar nicht. Es kann auch Myers gewesen sein, der sie direkt vom Generator gezogen hat. Das geht auch. Bei einer Nurse wage ich es mal zu bezweifeln. Und mit Monitor und Abuse ist das mit dem Terror, das ist so eine Sache. Aber die hat nur Schreien hören. Die hat, glaube ich, soweit ich weiß, keine Addons, die sie quasi, ja, ihren Schrei silencen, sage ich jetzt mal. Da hat sie nichts. Myers könnte es tatsächlich noch gewesen sein, der sie direkt vom, auf Stufe 1 direkt vom Generator gepflückt hat. Den hatte ich vergessen in der Liste gerade. Aber allgemein, nee. Okay, nee, es ist irgendwas mit Instant-Hit, würde ich sagen. Ah, nee, der hatte schon Hit. Alles cool. Oh. Ich bin ja drauf heute. So, den ziehen wir durch. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. So ein Doktor ist es nicht, würde ich mal spontan behaupten. So, was haben wir hier? Wir haben auch wieder zwei Paletten. Wunderbar. Da hinten dürfte noch einer sein. Ja. Ah, ein Hillbilly mit Silence. Okay. Bedeutet... also der Herzschlag, der weggegangen ist, bedeutet nicht, dass er quasi abgehauen ist, sondern er ist einfach zu einem Generator in der Nähe gerusht. So, wir machen mal den hier hinten, dann können wir hier durch die Palette und dann zu den anderen zweien. Normalerweise gegen den Hillbilly
Kommt darauf an, wie gut er ist, aber den können wir immer relativ gut shooten. Anders bei... Anders wie beim Leatherface, wie ich finde. So, ich ziehe ihn einfach trotzdem weiter durch. So, er kommt zu uns. Doch nicht, weil der andere geholt wurde. Jetzt haut er wieder ab. Das heißt, wir können weiterziehen. Okay, und er ist jetzt leider tot. Also, hart getunnelt und, naja, gekämmt nicht wirklich, aber halt, ja, schon getunnelt. Bringt uns jetzt aber den Vorteil, dass er halt wahnsinnig viel Zeit verschwendet hat und wir jetzt somit die Generatoren durchrushen konnten und jetzt direkt rauskommen. Außer er erwischt nochmal einen von uns. Ist natürlich nicht so schön. Ja, schade für Kirito. Also, der hatte keinen Spaß heute. Bei diesem Match jetzt zumindest. Aber gut, das konnte man nicht wirklich verhindern. Wenn er jetzt hierher kommt, bevor der Generator fertig ist, würde ich mich tatsächlich, vorausgesetzt er sieht uns nicht, mich komplett vom Acker machen, weil er wahrscheinlich hier die zwei Generatoren roamen wird. Aber ich glaube, wir können ihn durchziehen. Selbst wenn er jetzt angeprescht kommt, können wir ihn durchziehen. Wunderbar. Er ist wohl in eine andere Richtung weg. So, den da vorne packe ich jetzt nicht an. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Gemachten, falls er jetzt hierher kommt. War ja rein theoretisch schon ein Mate von uns, außer die standen jetzt zu zweit am Keller. Rein theoretisch, wir haben keinen Herzschlag, alles cool. Müsste jetzt ein Mate quasi noch einen Generator gerade durchziehen. Und wir können direkt zu einem Ausgang gehen. So wäre jetzt meine Überlegung. Aber ob das Ganze dann so stimmt, ist die Frage. Das ist natürlich jetzt so eine 50-50-Chance. Also ich sag mal, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er jetzt readet, dass wir hier am Ausgang sind. Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, alles, was ich jetzt hier gerade tue, ist natürlich kacke, wenn meine Mates gerade keinen Generator machen. Aber ich setze jetzt einfach mal drauf, dass der gleich fertig ist. Wenn nicht, verbummeln wir hier gerade Zeit, was scheiße wäre. Komm, wir suchen uns... Ja. Wunderbar. War die richtige Entscheidung. Die haben da hinten den Generator durchgezogen. Ich habe keinen Herzschlag. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie da hinten sind. Alter, wie komisch der... Hat der eine Rose hinter Bord? Das habe ich noch nie gesehen. Und wie komisch der guckt immer. Naja. So. Also wir haben unseren Ausgang offen und wir gucken mal, was jetzt passiert. Halt, kein Herzschlag, nix. Ja, wir sind eigentlich relativ safe, außer es passiert jetzt nochmal irgendwas und wir müssen den anderen helfen. Dann kann natürlich nochmal alles passieren. Oh, ist hier. Er kommt sogar angefahren. So, und wir verduften uns. Damit die anderen jetzt sehen, wir wurden gehittet, das haben sie gesehen. Wir sind entkommen, das haben sie auch gesehen. Es sollte klar sein, dass sie jetzt ihren Generator, ihren Ausgang aufmachen können. Ich hoffe, ich habe recht. Auf jeden Fall lief es für uns sehr gut. Es war jetzt wieder ein kurzes Match im Endeffekt. Aber wir hatten ja jetzt drei Matches in der Folge, also sollte das auch passen. Da ist jetzt nicht viel vorgefallen, aber wir sind relativ schnell durch die Generatoren gerusht. Er hat einen getunnelt. Wir haben gerade so unseren Pip bekommen, Wahnsinn. Haben wir echt nicht viel gemacht in der Runde eigentlich. Ja gut, Generatoren reparieren bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Punkte. Und die anderen sind aber noch nicht raus. Wollen wir mal kurz reingucken, was mit dem passiert? Oh weh, oh weh. Was ist denn da jetzt noch passiert? Wie konnten das so ausarten? Die hatten noch mehr als genug Zeit, um den aufzumachen, den Ausgang. Er versucht runterzuspringen, was nicht ganz so clever ist in meinen Augen. Selbst wenn er es schafft, runterzuspringen. Er ist in der Nähe und er kriegt direkt wieder einen Hit. Er lässt sie sterben. Ah, okay, weil der... Okay, es waren Premates und er wusste, wo die Luke ist. Schade, dass es so gelaufen ist, um ehrlich zu sein. Dachte eigentlich, wir kommen alle gut raus. Aber gut. Nun ja, zwei Opfer hat es leider gegeben. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.
Weil, ja, es würde mich einfach freuen. Gibt keinen Grund. Würde mich freuen und wenn es euch nicht gefällt, dann halt nicht. Schreibt mir dann aber auch, wieso es euch nicht gefällt. Das wäre super, damit ich da vielleicht auch dran feilen kann und ihr in Zukunft dann bessere Videos von mir bekommt. So, genug geredet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein und ciao.